Persönlichkeiten kennenlernen, private Eindrücke erleben und persönliche Geschichten erfahren. Das VM1 Musikantenfrühstück mit Nadja Heiseler. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Sonntagsfrühstückzeit hier auf Radio VM1. Ich bin Nadja Heisel und ich habe heute natürlich wieder einen Gast bei mir im Studio, Martin Locher, grüß dich. Einen wunderschönen Vormittag, Sonntagvormittag, liebe VM1 Radiohörerinnen und Hörer. Hallo liebe Nadja, es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Wir haben schon ordentlich aufgetischt, offiziell natürlich außerhalb des Sendestudios, aber du hast uns schon mit Frühstück eingedeckt und wir dürfen auch bei du sein heute. Ich habe einen ausgezeichneten Kaffee und darum dürfen wir auf alle Fälle bei du sein. Lieber Martin Locher, das ist dein Name. Also das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, aber du hast auf einen Künstlernamen verzichtet. Ganz bewusst oder ist da das passiert? Nein, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe gewusst, ich bin das, was ich bin. Ich mache das, was ich machen will. Und warum soll ich jetzt Martin Sommer heißen? Wollte ich nicht. Also, Martin Locher heute hier bei uns auf Radio VM1. Wir fangen gleich einmal an mit ein bisschen Musik von dir, damit wir einmal wissen, wer da heute bei mir sitzt. Was soll man denn spielen von dir? Dein Lieblingslied. Gut, dann spielen wir den Engel. Du weißt es ganz genau. Und wir sind gleich wieder zurück. Du kennst meine Gedanken, wie kein andere im Leben. Lernst nur meine Fehler mit deinen Augen zum Segen. Ich weiß, dir kann ich vertrauen. Du stellst manche Männer weg, gibst mir Stärke und dein Halt. Bist mit niemand zu vergleichen. In deine Arme wird man nie kalt. Schön, dass es dich gibt, mein Engel im Leben. Schön, dass es dich gibt, mein Engel im Leben. Du spielst, wenn's mir gut geht, und freist dich für mich. Leg mir über den Scherben, hebst du sie auf und haltest mich. Schön, dass es dich gibt, mein Engel im Leben. Es ist schön, schön, dass es dich gibt, mein Engel im Leben. Du hast mir gelernt, an mich zu glauben, wie man im Leben alles schafft. Und ich bewundere dich für vieles, für deine Stärke und deine Kraft. Du bedeutest für mich alles. Bist mein Herz und mein Verstand. Ich brauch die an meiner Seite, wenn ich's auch viel zu selten sag. Schön, dass es dich gibt, mein Engel im Leben. Es ist schön, schön, dass es dich gibt, mein Engel im Leben. Schön, dass es dich gibt, mein Engel im Leben. Zurück hier beim Sonntagsfrühstück, heute Martin Locher bei uns im Radio VM1 Studio. Noch einmal grüß dich.
Hallo Nadja. Martin, heute geht es ein bisschen ums Private natürlich auch. Natürlich auch ein bisschen um die Musik, aber mich würde zum Beispiel interessieren, wenn wir mal das Thema Freizeit ansprechen. Du bist Musiker, nicht hauptberuflich, also du hast auch nebenher einen Job. Gibt es das Wort Freizeit in deinem Leben? Naja, natürlich. Also ich genieße meine Freizeit, fahre mit meinem Cabrio durch die Gegend, schlafe ganz gern lang und schwimme durch die Seen und mache halt das, was mir Spaß macht. Also du nimmst ja auch die Zeit für dich selber oder für die Familie zum Beispiel. Natürlich, sowieso, das ist doch wichtiger. Nur arbeiten, also ich bin nicht auf der Welt, um nur arbeiten zu müssen. Ganz kurz hast du es uns schon angesprochen, du bist unterwegs mit dem Cabrio. Wo trifft man dich jetzt am ehesten, wenn ich dich in der Freizeit treffen möchte? Ja, schon bei meiner Familie, weil ich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe, zu meiner Oma und ich besuche sie sehr gern und wir haben immer sehr nette Gespräche und trinken ganz gerne mal ein Glas Wein zusammen und sonst halt ja, Eis essen und was essen gehen mit der Verena, mit meiner Freundin am Abend vielleicht, aber mei, es variiert. Es ist Sonntag, natürlich frühstücken wir wieder und ich frühstücke nicht alleine, sondern natürlich heute auch wieder mit einem Gast. Martin Locher ist heute hier bei Radio VM1. Auch die Faschingskropfen schmecken ausgezeichnet. Ja. Lieber Martin, wir haben viel schon gehört von dir, Privates, wie du zur Musik gekommen bist, haben wir jetzt noch nicht ganz erläutert. Das interessiert mich natürlich jetzt auch noch. Wie hat denn das Ganze eigentlich angefangen bei dir? Also das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil die Musik hat eigentlich mich gefunden, nicht ich habe sie gefunden. Es war, ich habe immer das Bedürfnis gehabt, ich muss auf jedem Instrument, was ich sehe, muss ich draufhauen, draufdrücken, was auch immer. Zum Beispiel, ich bin einmal bei einer Blasmusikkapelle als Bub gestanden und der hat seine Trompeten da hingestellt, hat gesagt, magst du mal reinblasen? Und ich dachte, ich muss da unten hin. Und da hat einer einen kleinen Ton rausgebracht. Und irgendwann dachte ich, das hat auch immer alles funktioniert, habe Mundharmonika im Mund genommen, habe gespielt, eine Gitarre genommen und ich habe immer gewusst, dass ich kriege so ein warmes Bauchgefühl und ich brauche das für mich selber, dass ich meine Gefühle einpacken kann. In der Pubertät ist halt schwierig, du weißt, man weiß nicht genau, ob ein Mandel oder Weibel ist oder und die Gitarre war halt der beste Freund, weil ich gewusst habe, der kann ja alles erzählen, der verpetzt mich nicht. Ja, das heißt, du spielst ja auch immer Gitarre, glaube ich, wenn du einen Auftritt hast. Spielst du mehrere Instrumente jetzt so wie die Gitarre? Also kannst du mehr Instrumente spielen? Ja, ich spiele alles ein bisschen. Ich habe alles selber beigebracht. Also Klavier spielen kann ich, Mundharmonika spielen, ein bisschen Bass spielen kann ich auch. Und Schlagzeug spielen tue ich auch recht gern, so wenn ich ein bisschen so mich ausbauen will mit Kopfhörer und so. Aber Gitarre ist natürlich am feinsten zum Mitnehmen und deshalb ist es eine Gitarre. Es ist Sonntagszeit, Radio VM1, das Sonntagsfrühstück. Martin Locher ist bei mir, wir plaudern aus dem Nähkästchen. Ich würde sagen, noch einmal schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, dass ich da bin. Für alle, die jetzt zugeschaltet hast, haben. Es ist eine schwierige Zeit, immer wieder. Wir schlittern von einem Lockdown in den anderen. Wir haben schon einige Lockdowns hinter uns und du bist einer derjenigen gewesen, die trotzdem gespielt haben. Allerdings hochoffiziell. Ja, ob jetzt daheim für mich selber spiele oder ob ich für die Leute spiele, das macht mir jetzt eigentlich nichts aus. Mir ist lieber, es hört mir jemand zu. Und ja, es waren halt die Balkonkonzerte, die waren halt einfach für die Leute und waren für mich eine so super Geschichte, weil wir die Gemeinsamkeit hochgehalten haben und weil jeder Freude gehabt hat damit. Das heißt, du hast dich jeden Abend um 18 Uhr oder zu einer bestimmten Uhrzeit auf deinen Balkon gestellt und die umliegenden Nachbarn haben von ihren Balkonen und Terrassen dir zugehört, zugejubelt. Ja, da war wahnsinnig viel los. Das waren 50 Tage, haben wir gespielt. Und losgegangen ist so, dass ich mir gedacht habe, Bundesregierung schreibt also ein WhatsApp raus, bitten alle österreichischen Musiker einfach am Austritt am Fenster rauszuspielen. Habe das damals schon in Italien gesehen, da hat ein paar Italiener gesehen. Und haben mir gedacht, das tue ich jetzt einfach. Das ist dann richtig gescheit durch die Decken gegangen und die Nachbarn haben gesagt, bitte hör nicht auf, das ist das Highlight des Tages. Und es war ein Wahnsinn. Es war von der Gemeinschaft her, von der Emotion unglaublich. Schau, wenn ich rede, ich kriege ein ganz laut, wenn ich rede. Und das war schön. Wie lange haben die Konzerte dann immer gedauert? Eine Stunde oder länger, kürzer? Wie ist das aufgeteilt worden dann? Das war ja auch recht lustig, weil ich habe vorne ist die Zeile, wo ich wohne und dahinter ist ein Garten, dann ist wieder eine Zeile. Und ich habe dann hinten rausgespielt und den Leuten vorne und gesagt, du, wir sind auch deine Nachbarn, für uns kannst du auch spielen. Und dann haben wir halt hinten 3-4 Lieder rausgespielt, dann haben wir vorne 3-4 Lieder rausgespielt auf das Facebook und so weiter, weil die Likes gesagt haben, bitte lass uns daran teilhaben. Und nachher sind wir ausgestiegen aus dem Facebook und haben dann 6 Nummern noch gespielt. Wir haben es dann zugeprostet mit Bier oder mit Kaffee, was auch immer, und schaffen wir schon, haben wir gesagt, und wird schon. Wieder zurück beim Sonntagsfrühstück. Sie hören Radio VM1. Mein Name ist Nadja Heiseler. Mir gegenüber sitzt heute der Martin Locher, der ist heute bei uns zu Gast und wir haben schon ein bisschen gehört, also wir haben gesprochen über deinen Namen, der wohl kein Künstlername ist, sondern man findet dich wirklich unter diesem Namen auch im Telefonbuch. Du bist gern unterwegs.
Und du schreibst deine Titel selber, großteils oder ganz? Na ganz. Ganz selber, alles von dir. Wir haben auch schon meinen Lieblingstitel von dir gehört, Engel. Der ist, glaube ich, damals geschrieben worden für die Mama, oder? Du bist sehr gut informiert, liebe Nadja. Ja, das stimmt. Ich habe damals meiner Mutter, ich wollte zu Weihnachten was schenken, habe nicht gewusst, was. Und der Papa hat dann gesagt, ich schreibe doch ein Lied. Und ich habe mir gedacht, ja, ist das schon gescheit, ein Lied. Und ich habe gesagt, doch, das wünscht er sich immer, sie sagt das leider nicht. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn es so leicht ist, dann mache ich das doch gern. Und habe mich hingesetzt und bin dann so 2-3 Stunden vor einem leeren weißen Zettel gesessen, weil es ja nicht so einfach ist, dass man einen Menschen, der einem so nahe ist und einem so viel bedeutet, einfach schreibt, ich liebe dich. Und vor allem, wenn es die Mama ist. Und irgendwann dann habe ich gewusst, Engel im Himmel, Engel im Leben, meine Mutter ist der Engel im Leben. Und dann ist losgegangen. Und dann ist losgegangen. Es gibt noch ein Lied, das heißt Sophie. So. Wer ist denn jetzt die Sophie aus Sophie? Du drängst mich ins Eck. Naja, meine Freundin, ich wollte auch meiner Freundin ein Lied schreiben, weil sie gesagt hat, mei, jetzt schreiben wir doch mal was Nettes. Und Verena, du wirst immer schöner, haben wir doch dich jetzt nicht, Schweiz, ich habe ein bisschen eingebildet. Und habe dann irgendwo so herumgesponnen und habe gesagt, Verena, Schatz, das sei so gut, willst du für 2 Minuten 47 Sekunden meine Sophie sein? Und sie hat dann gesagt, ja, dann mach doch einfach. Die Sophie vom Martin Locher hören wir uns jetzt an. Schönen Vormittag. Wie schön du ausschaust, wenn du aufwachst. Meine Haare riechen gut nach dir. Dein Blick ist warm und liebt dein Lachen, genau wie alle anderen Sachen, die ich so gern hab und vermissen die dann dir. Mal gut, es ist genauso, wie ich es gern hab. Und wir mal reinschauen, verändert sich nicht viel. Ich spiel dich gern an meiner Seite, genieß bewusst Gemeinsamkeiten. Wär viel zu schade, wären 2 Minuten ohne dich. Bin entspannt, denn die Ehe ist wie 1000 Sonnenuntergänge und ich spüre, was fühle es nicht ohne dich so viel. Der Blick ist voll. Sonnenuntergänge und ich spüre, ich fühle es nicht ohne dich so viel. Ich spüre, ich fühle es nicht ohne dich so viel. Lernen Sie unsere Musikanten persönlich kennen. Das Radio VM1 Sonntagsfrühstück. Das Radio VM1 Sonntagsfrühstück. So genießt Österreich. Martin Locher ist heute hier bei uns bei Radio VM1. Martin, du bist jetzt schon recht lange im Musikgeschäft, gell? Hast eine ganz steile Karriere gleich am Anfang hingelegt. Das haben wir schon im Privaten vorher ein bisschen ausgeplaudert. Jetzt interessiert mich natürlich, es gibt wahrscheinlich Höhen und Tiefen und positive und weniger positive Geschichten und Momente. Mich interessiert aber jetzt ein Moment vielleicht mit einem Fan, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Das kann jetzt was Trauriges sein, was Berührendes oder was ganz, ganz Lustiges. Hast du da eine Geschichte für uns? Da gibt es auch ganz viele Geschichten, weil ich fühle mich da sehr geehrt und sehr umarmt, wenn halt zum Beispiel Leute bei den Konzerten meine Texte von vorn bis hinten mitsingen, dass ich mir denke, das ist unglaublich. Und die, was dann vor mir stehen und sagen, Martin, vielen Dank für das, was du da machst. Aber das sind so vielleicht kleine Geschichten, aber mich berührt das ungemein. Oder wenn
wenn ich Autogramme schreibe und ein Foto mache und die Leute nehmen mich stehen, als ob ich wirklich ganz was Besonderes wäre, bin ich nicht. Ich bin ein Mensch wie jeder andere, was halt Gitarre spielt, ein bisschen singt. Und das berührt mich. Und Alltagsengel zum Beispiel, wegen Engel im Leben zurückkommen, wenn die Leute da die Tränen noch begründen sind, weil ich das jetzt alles schon mal gespielt habe, denke ich mir, ich mache das, glaube ich, richtig. Und das gehört jetzt eigentlich nicht alles mir. Weil ich war ja früher Egoist, weil ich gesagt habe, ich spiele das für mich und mir ist das wurscht, wenn das gefällt, ich will das so. Aber wenn du Menschen damit berührst, dann ist das unglaublich schön. Das ist also dann so der Moment, wo der Fan wahrscheinlich, wenn er dir zuhört, auch was ganz Positives empfindet, wenn wir das Ganze jetzt umdrehen. Von wem bist jetzt du der Fan? Was wäre jetzt so dein persönlicher Fan-Moment? Wen würdest du gern treffen? Ja, so, ich bin nicht so, dass ich sage, ich bin ein Fan und fahre danach und habe da eine lebensgroße Post. Ja, Bruce Springsteen zum Beispiel, der fasziniert mich, weil er einfach so unglaublich viel Energie hat, auch mit seinem hohen Alter immer noch rockt. Sting, Sheryl Crow, Neil Diamond, das ist wirklich, wo ich sagen muss, ich ziehe meinen Hut vor solche Leute. Lernen Sie unsere Persönlichkeiten besser kennen. Das Radio VM1 Feiertagsfrühstück. Das ist das Sonntagsfrühstück hier auf Radio VM1. Martin Locher ist schon die ganze Stunde bei mir. Wir haben schon ganz, ganz viel geplaudert über dein Leben, über deine Musik, über deine Freizeitaktivitäten. Leider ist die Stunde schon bald wieder zu Ende. Es geht einfach immer viel zu schnell, lieber Martin. Ich hätte am Ende jetzt noch die Rubrik schnell gefragt für dich. Ja, das wird jetzt was werden. Also, du bekommst von mir 1 bis 2 Begriffe und du musst mir bitte möglichst spontan und ohne viel zu überlegen antworten. Und das müssen wir jetzt am Sonntagvormittag machen, oder? Das schaffen wir. Wir trinken danach noch eine Tasse Kaffee, dann geht's leichter. Ja, genau. Bereit? Ja. Eis oder Kuchen? Eis. Berge oder Meer? Meer. Süß oder sauer? Süß. Sommer oder Winter? Sommer. Gedanken lesen können oder fliegen? Gedanken lesen können. Urlaub zu Hause oder in der Ferne? In der Ferne. Hund oder Katze? Hund. Lieblingsessen? Schlipfkropfen. Lieblingsort? Kolsas. Lieblingsfarbe? Himmelblau. Welches Auto? Rolls Royce. Was wolltest du als Kind eigentlich werden? Ballonfahrer. Ballonfahrer? Ja. Mhm. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Bei dir im Studio. So soll es sein. Das war das Sonntagsfrühstück hier auf Radio VM1. Martin Locher, vielen, vielen Dank, dass du uns so viel von dir preisgegeben hast und Rede und Antwort gestanden hast. Ich bedanke mich herzlich, hat großen Spaß gemacht. Bis bald.